Wobei es ist, also bei mir ist er immer hängen geblieben in der Hälfte des Schachts. Und wenn man sich dann oben bewegt, dann kommt er aber rauf. Ja, bei mir bleibt er hängen, wenn ich drauf bin. Ich hänge dann selbst mitten im Schacht. Okay, na das habe ich nicht gehabt. Allerdings nur beim Runterdüsen. Was ist da beim Eisen los? Achso, der produziert gerade. Wieder nach. Das Lager leer anscheinend. Der ja, vielleicht zur Produktion auch noch, weil das wird wahrscheinlich auch was Neues sein. Es stehen jetzt in jeder Produktionskette 3 so Öfen mit violettem Kopf. Ja. Und ist erstmal so, dass die Rohre und die Förderungen weniger nachliefern, als was diese Öfen da wegproduzieren. Ja, ich werde immer jeweils immer das reinschmeißen, was ich gerade im Inventar habe. Dann produzieren sie halt auch. Na, das dauert jetzt schon ganz schön lang darauf. Ja, mal vor der Randl. Yeah. Das nächste wird dann der Schacht für den Jetpack, wo man einfach reinspringt und dann nicht rechtzeitig ein Jetpack startet. Zur sanften Landung. Okay. So. Hab ich denn noch Zinn? Nein. Ich brauch Zinn. Gut. Hab ich noch was anderes? Kann man nachschauen. Ich habe 700. 10. Yep. Bahn. Mhm. Okay, nein, ich hole mir einfach von unten vom Lager. Wir haben ja eins. Yep. Nur produziert das nicht so. Nein, es produziert schon, aber ich habe ja gestern habe ich zum Schluss noch rausgenommen. Ach so. Nein, es ist schon wieder einiges da. Vorhin glaube ich war ja auch gerade unten noch schon, also wie wir angefangen haben. Weil ich keines mehr gehabt habe. So, Titanium ist drinnen, Nickel. Das ist jetzt für die harten Maschinenblocks. Das müssen wir jetzt befüllen. Crafting Tables in den Etagen oder weiter unten auch aufstellen? Ja, muss Energie brauchen. Ja. So, jetzt kann ich das Goldlager ein bisschen ausbauen. Tja, mein Hauptaugenmerk ist jetzt einmal Zinn fürs Lager ausbauen. Damit ich Storage Chopper machen kann. Voll. Gold ist absolut voll. So. Gut, dann hätten wir das nachgefüllt. Ja, und dann gehen wir an den Leitungsbau. Na, als erstes das Lager aufbauen, Blödsinn. Wir brauchen ja für Nickel und für Titanium mehr Lager grundsätzlich, ne? Genau. Rohrverleger. Ja. Kupfer, Eisen, Lithium. Dann müsste da jetzt irgendwo Gold sein. Ich glaube, da bin ich gerade vorbeigeköpft, oder? Wow, was steht da? Das kann keiner lesen. Da ist, ne? Das haben wir schon. Okay. War da jetzt irgendwo Gold dazwischen? Mit diesem Kupfer-Ding da? Ja. Ah, da. Ja, Gold. Wo man nicht gescheit aussteigen kann.
Genau, Gold, so, Dieser Storage Hub war sinnvoll. Nickel. Schau mal, wie es da bei Nickel ausschaut. Ob da überhaupt schon irgendwas steht. Aber vermutlich. Ich glaub gar nichts. Wird da noch nichts sein, weil. Dazu hätten wir das schon aufgeboten. Was denn? So, dann richten wir sich wieder unser Raster. So ein Schema ein. Ja, stimmt. Blödsinn. Da kommt ja nur die Außenmauer. Verwirrt mich immer, wenn die nicht da ist. Dann stimmt es aber an meinem Block nicht. Dim, dim, dim. Schon ein bisschen aus, wie das Ganze fließen soll. Gut. Dann. So, bauen wir sie da unser Provisorium drauf. So. Passt. Nach unten, nach oben. Der passt. Gut, dann haben wir gleich das Nickellager. Also fürs Erz? Ja, ja, natürlich. Okay, ich bin die Barrenabteilung. Jo. Ich baue sie ehrlich gesagt nicht deshalb auf, weil wenn ich die Leitung runterlege und das kommt drauf, dass dann schon mal irgendwo Erze zwischenlagert. Oh, ich komm da um. Es ist so heiß. Ja. Jetzt haben wir ein bisschen Pause gemacht, aber wir haben derzeit zwischen 32 und 36 Grad jeden Tag. Was ja grundsätzlich toll ist, aber ja. Unser Büro, also der Aufnahmeraum praktisch, ja, ist auch gleichzeitig Büro. Ist eine Katastrophe im Sommer.
bei der Raum selbst kann nichts dafür, es ist einfach die Geräte und dann die Außentemperaturen, das gemeinsam. Und wir haben extrem hohe Luftfeuchtigkeit derzeit. Momentan ja. Durch schon die zu lange keine Gewitter. Ihren vielen Gewitter. Naja. Na doch, es schüttet doch runter. Ja, aber wir haben so richtiges Schlechtwetter noch nicht gehabt. Nein, das ist ja nur so eine Stunde Vollgas. So, Goldbarrenlager fließt, ist an. On air quasi. Cool. So, das heißt, ich könnte eigentlich gleich Nickel angehen. Ja. Nach Gold kommt ja Nickel, ne? Jupp. Puh, okay. Da muss ich mir noch eine Wand bauen. Oh na. Da ist Kohle im Weg. Ja, aber das Bahnlager für Nickel und Titanium ist jetzt nicht so wichtig. Okay, na dann mache ich die Führung runter mal und raus. Ne? Wir werden den Großteil der Bahn oben sowieso verbrauchen. Achso, na dann lasse ich die Führung auch weg. Gut, dann hole ich mir wieder Zinn. Ich brauche Hoppa. Hoppa, hoppa. So, Storage Hoppers muss ich mir auch nachmachen, weil sonst können wir das Titanium Lager nicht aufbauen. Ich bin als erstes. Als erstes. Was? Zinnlager. Ja, hol das. Ich habe jetzt. So, okay. Gut. Gott sei Dank. Storage Hopper. Crafting. So. Ui, das wird zu wenig werden. 111, was habe ich vorher gehabt? Naja, probieren wir es einmal. Ich habe Seite 20. Storage Hopper. Oh, an mir klebt alles. So, ich lauf und lauf. Ich weiß nicht wohin. Ach, das ist okay. Ein bisschen weit, oder? Na, ja, nein, ist zu weit. Doch. Naja, aber. Fast. Nickel ist im 7. Titanium ist nur nicht angeschrieben. Zack, oder? Ja, aber das dort aber Nickel, dann müsste das da Titanium sein. Das kann ich aber nachträglich noch. Ja. Ja, bitte. Ja, nicht Titanium. Titanium. So. Exit. Jo. 1, 2. Vorne hole ich auch noch was raus. Müsste da sein. Genau. Dann heizen wir mal alle Öfen an. Stimmt das, wenn das falsch ist, ist alles falsch. Passt. Hast du kein Vertrauen in meine Beschriftungen? Nein, nein, es geht doch eher um mein Rechnen da, so. Wo der erste Hopper hinkommt. Ah, so. Das kontrolliere ich immer lieber zweimal. Wenn dann das ganze Lager steht. Mhm. So, wie viel Erz habe ich? 67. Passt. Genau draufstellen, weil sonst klemmt man sich ein. So.
die letzte Reihe und dann rüber. Okay. Passt. Dann wieder unser Provisorium wie immer. Gut. So, und jetzt laufen alle drei Öfen. Sehr schön. Verziehen. Sind deine gelaufen? Doch, einer läuft wie gesagt immer, aber ihr habt alles andere nachgefüllt, dass alle drei laufen. Ach so. Ja. Zwei Erze sind jetzt wieder drin. Mhm. Ups. Ich bin ja sehr gespannt, wie das mit der Energie und der Steuerung funktioniert bei den Jetpacks. Ja, du hast einfach eine Schubdüse. Okay. Und mit den Pfeiltasten, mit denen du so bewegst, bewegst du wahrscheinlich in die Richtungen, würde ich sagen. Okay. Na, das wäre dann sehr chaotisch. Also von meiner Seite. Also mit dem Schub wirst du automatisch nach oben, umso mehr was gibst und halt links, rechts. Ne? Okay. Und ich frage mich nur, ob man da waagrecht auch düsen kann. Dass man praktisch einen Schub so balanciert, dass man von einer gewissen Höhe, das glaube ich nicht. Ich glaube, da wirst du immer auslassen, wieder kurz Schub geben, auslassen, Schade. Schub geben. Aber werden wir sehen. So. Wie schaut es denn mit der Zeit aus? Ja, sehr gut, sie läuft. Okay. Es hat sich niemand angehalten. Okay, und wie viel Zeit? Wir sind gleich bei der vollen Stunde. Okay. Ich schaue eh schon die ganze Zeit drauf, dass wir nicht noch einmal extrem drüber kommen, aber ein bisschen was würde ich dazugeben. Wegen einem Schnitt, weil du sonst wahrscheinlich eher schwer tust. Aber wir sind jetzt genau bei einer Stunde, wenn wir in zwei Minuten dranhängen, glaube ich, passt. Okay. Dann haben wir drei Folgen durch. Nochmal das Lager an. Ja, ich würde dann nämlich gern mal das Fenster aufmachen. Also für alle, die sich gefragt haben, warum wir die letzten zwei Folgen so unfreundlich waren und nicht einmal begrüßt und verabschiedet haben, es ist eine Dreifachfolge geworden. Ja, wir waren einfach so vertieft in unsere Tätigkeit. So, dann ist das Titaniumlager auch gleich durch. Und ich bin dann auch durch. Ja, durchgeschwitzt. Nicht nur du. Gegart bei kleiner Flamme. Ja, langsam gegart. Schön durch. Ja, so Roastbeef-artig. Mhm. Und dann saftelt es noch ein bisschen. Oh. Oh Gott. Herrlich. Mhm. Und jetzt kriegst du dann eine kalte Dusche. Sehr schön, ja, das ist gut fürs Herz. Wenn man auf 60 Grad Innentemperatur läuft, dann gescheit einmal mit dem Gartenschlauch drüber. Brunnenwasser mit 15 Grad, juhu! Ja, das nennt man Kneipp, glaube ich. Genau, ja. Wir machen jetzt eine Kneippkur. Ja, natürlich. Man kann nicht offen zugeben, dass man Anschläge auf den Ehegatten verübt. Wie doch, jede Frau. Einfach nur auf die Lebensversicherungen angesehen. Na. Oh Gott. So, wir haben. Ich hab's nur gut gemeint. Ja, genau. Sagst du dann zum Leichenbeschauer oder so? Ich bin total unschuldig. Es war doch nur gut gemeint. Ja, Titanium und Niki ist angeschlossen. Wir sind bei einer Stunde, zwei Minuten und ich glaube, damit haben wir es erreicht. Und werden hier jetzt einmal kurz unterbrechen für eine
Ja, ich weiß nicht, ob es eine Aufnahmepause wird, aber auf alle Fälle ist hier mal die Folge zu Ende. Okay. Deine Abschlussworte bitte. Also dann, Rest in Peace. Kurz und bündig. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut einfach wieder rein, wenn es weitergeht. Ciao. Tschüss.